Wegen ausschlafen. Morgen früh wollen die im Theater den Smoking hier wieder haben. Tja. Was macht der denn da? Halt mal an! Hier, Ding. Alles in Ordnung? Was ist denn nur los? Was ist los mit dir, Maschke? Maschke, was ist los? Haben Sie aber Glück gehabt, dass wir gerade vorbeigekommen sind, was? Ja. Okay? Ja, ist okay. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, ist alles okay, danke. Alles in Ordnung. Schlafen Sie sich erstmal aus, am nächsten Morgen sieht doch meistens alles viel besser aus, was? Ausschlafen in der Bahnhofsmission, oder? Naja, schon gut. Ja, danke für alles. Na kommen Sie, steigen Sie ein. Was? Steigen Sie ein. Was ist? Ja, ich will die aber jetzt nicht. Ja, ist gut, steigen Sie ein. Du kannst mich ja dann am nächsten Taxistand rauslassen. Kommen Sie, bitte. Hallo, Umbart. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen, ich bin Anwalt. Wie wollen Sie mir denn helfen? Ja, kommt ganz drauf an. Bitte. Danke. Vielleicht eine Zigarette für mich? Ja, ich bin nicht drauf, aber für Gäste. Kaffee oder Cognac? Was ist denn so komisch? Ich bin komisch. Bruno Maschke ist saukomisch. Saukomisch. War 2 Jahre im Knast. Warum denn? Ach, wegen Blödsinn, so einem harmlosen Konkursvergehen. Ich bin erst gestern Abend rausgekommen. Ja. Hatten Sie eine Firma? Ja, die Kugel GmbH. Was ist das denn? Ja, so eine Bowlingfirma. 3 Bahnen. Na, am Schluss waren es eigentlich 4. Das habe ich damals günstig gekriegt, die waren gut in Schuss, alles wunderbar. Nur ich Idiot habe natürlich zu spät gecheckt, dass Bowling schon völlig out war. Ja, dann ging es eben los. Nichts rollte mehr, gar nichts. Gläubiger, Mahnbescheide, Offenbarungseid, das ganze Programm. Ja. So, dachte ich so, jetzt machst du nochmal richtig Schulden und ab, verschwindest ins Ausland. Ja. Nur Helen, die... Hat überhaupt nicht daran gedacht, ins Ausland zu verschwinden. Wer ist denn Helen? Helen Maschke, meine... Ja, meine Ex-Frau sozusagen. Jetzt heißt sie ja wieder Helen Glas. Nicht mal meinen Namen wollte sie behalten. Ich habe hier ein Foto. Trotzdem, für mich bleibt der Helen Maschke. Das ist... Sieht gut aus, ne? Oh lala. Schöne Frau. Ja, wunderschöne Frau. Als ich dann verurteilt wurde, hat sich diese wunderschöne Frau von mir scheiden lassen. 2 Jahre lang. Kein Brief, keine einzige Zeile, nichts. Ja. Jetzt versteckt sie sich hier irgendwo und will nichts mehr von mir wissen. Hat sie mir ausrichten lassen.
Durch wen? Durch ihre Schwester, Conny. Hier, das ist sie hier auf dem Foto. Das ist Conny, da, die. Cornelia. Die war sowieso immer dagegen, dass mich Helen geheiratet hat. Die meinte immer, Maschke steht so einer Frau nicht zu. Ja. Quatsch. Wo war ich stehen und hin? Bei Helens Schwester Conny. Ja, ja, die weiß eben genau, wo Helen sich versteckt hält jetzt, ja. Sie sagt mir nur nicht. Sie sagt mir, Helen hätte sie ausdrücklich verboten. Ein Quatsch. Wenn ich sie noch einmal sprechen könnte, ja. Einmal. Ja, Scheiße. Wir werden Helen schon finden. Also gut, meinetwegen. Soll er so gegen 9 Uhr zu mir kommen. Aber nur für ein allerletztes Gespräch. Bitte sagen Sie ihm das. Und er soll sich keine falschen Hoffnungen machen. Conny schreibt dem Herrn meine Adresse auf. Danke. Wiedersehen, Frau Glas. Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Ich kann heute Abend nicht. Ich muss mit meinem Ex-Mann sprechen. Vielleicht später. Du hättest ihn auch von woanders anrufen können. Wenn es dich nicht gäbe, dann wäre er noch mit mir zusammen. Helen hat übrigens ausdrücklich gewarnt, sie sollen sich keine falschen Hoffnungen machen. Naja, wenn sie mich noch mal sprechen will, dann kann sie mich ja nicht total abgeschrieben haben, oder? Ist so logisch. Naja. Übrigens, auf der Brücke da, genau an der Stelle, da haben wir beschlossen zu heiraten damals. Helen und ich. Wollten Sie eigentlich wirklich springen? Hm? Ja, ich meine, wollten Sie wirklich ins Wasser springen? Aha, Cornelia, ne? Ist Conny wieder über mich hergezogen. Ja, die konnte mich ja nie leiden. Und wird sich eh noch wundern, wenn Maschke erstmal ihre Schwester zum zweiten Mal heiratet. Wetten? Schon mal Trauzeuge gewesen? Wie wär's denn? Naja, warum nicht? Versprochen. Danke für alles. War richtig menschlich von ihm. Schon gut. Nee. Übrigens, lass Blumen sprechen, ja? Die Blumen, ja, danke. Vielleicht noch ein kleiner Tipp unter Freunden. Nicht so sehr drängeln, mehr werben, ja? Ja, wirklich. Ach, schönen Gruß an Ihren Freund Matula. Mach ich. Heute war wieder eine anstrengende Vorstellung. Wenn ich merke, das Publikum reagiert nicht, dann ist auf einmal der Text weg. Das kenne ich. Wenn bei mir der Richter beim Plädoyer aus dem Fenster guckt, dann habe ich immer deutlich das Gefühl, im falschen Beruf zu arbeiten. Furchtbar. Prost. Prost. Oh nein. Doch. Entschuldige. Oh nein. Der Maschke, was ist denn nun schon wieder los? Helen ist tot. Bitte was? Ja, ich kam hoch, sie ist erschlagen, sie ist ermordet. Kommen Sie erst mal rein. Gehen Sie mal durch ins Büro, ich komme gleich. Rosa, das dauert einen Moment, ich muss mich um einen Selbstmordkandidaten kümmern. Interessant. Macht sie was aus, wenn ich mitkomme? Nee, du, das geht wirklich nicht. Dann bin ich in die Wohnung rein. Die Tür stand ja offen. Und dann finde ich sie in der Badewanne, wie sie da so liegt. Und ein paar
Parfümflasche lag noch drin. Und eine Platzwunde hat sie am Kopf. Und gerade als ich sie versuche rauszuheben aus dem Wasser, dann klingelt das Telefon. Ich will hin. Da fällt mir gerade noch ein, nee, das machst du lieber nicht. Sonst können sie mir vielleicht den Mord noch anhängen, ja? Naja, aber dann bin ich wieder raus aus der Wohnung. Was soll ich machen? Auf die Treppen runter und gerade als ich unten die Haustür raus will, treffe ich natürlich noch einen Hausbewohner, ja? Scheiße. Wo sind sie denn dann hingegangen? Bin erstmal zur Brücke runter, an den Fluss. Hab mich dann geraucht. Und da dachte ich plötzlich wieder, komm. Nee. Ja, und dann? Dann bin ich sofort hierher zu Ihnen gekommen. Es war auch gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Na, was mache ich jetzt nur? Was denn? Ja, am besten, wir gehen jetzt zur Polizei und erzählen, was passiert ist. Ja, muss ich mich wohl loswerden, ne? Das ist doch Quatsch. Überlegen Sie mal, in welcher Situation Sie sind. Helens Schwester Conny wird auch aussagen, dass Sie mit Helen verabredet waren. Naja, und wenn Sie sich jetzt verstecken, bringen Sie sich doch nur unnötig in Verdacht. Sie wissen doch genau, was los ist, wenn ich jetzt zur Polizei gehe. Kann ich gleich da bleiben? Ihr ganzes Badezimmer ist voll mit meinen Fingerabdrücken. Das ist doch Blödsinn. Dann warte ich doch lieber, bis Sie den Mörder gefunden haben. Oder? Du, entschuldige, ich glaube, das... Ruft mich an, wenn ihr eure Probleme gelöst habt. Rosa. Hey. Herr Maschke? Wenn Sie irgendetwas mit dieser Sache zu tun haben, dann ist es besser, Sie erzählen mir das. Und zwar jetzt. Ah. Sie glauben also, ich habe Helen umgebracht, ja? Helen, die Frau, die mir alles bedeutet hat, habe ich umgebracht, ja? Ich wollte Sie wieder heiraten, Herr Dr. Frank. Ich wollte Sie da nicht umbringen. Bruno Maschke? Nie hat sie diesen Namen erwähnt. Wir wussten zwar, dass sie geschieden war. Doch nicht, dass ihr Mann im Gefängnis saß. Wie war sie eigentlich so? Stolz war sie. Distanziert. Sich ihrer Schönheit voll bewusst. War sie eigentlich schon länger bei Ihnen angestellt? Seit einem Jahr. Wo finde ich jetzt eine neue Kassiererin? Da kann ja heute kaum noch jemandem vertrauen. Wer ist eigentlich die junge Dame auf der Bank? Thea, unsere Platzanweiserin. Und der Mann am Fenster? Unser Filmvorführer. Herr Dr. Frank, wenn ich bitten dürfte. Danke, Semmler. Sieht nicht gut aus für einen Mandanten. Die Aussage des Wohnungsnachbarn, der ihm zur Tatzeit im Haus der Ermordeten begegnet ist, belastet ihn schwer. Ebenso die Aussage der Schwester der Ermordeten, Cornelia Glass. Und schließlich die Fingerabdrücke Maschkes im Bad. Erdrückende Indizien. Maschkes Brief aus dem Gefängnis, sichergestellt in der Wohnung der Ermordeten. Mit Drohungen. Ich schrecke vor nichts zurück. Zum Äußersten entschlossen. Ja, ja, aber bei diesen Drohungen handelt es sich doch eindeutig um Selbstmorddrohungen. Herr Rechtsanwalt Frank? Herr Semmler, was soll denn auf einmal dieser förmliche Ton? Sie wissen nicht zufällig, wo sich Ihr Mandant versteckt. Sollte sich Herr Maschke bei mir melden, werde ich darauf bestehen, dass er sich stellt. Das hoffe ich sehr. Sagen Sie mir das. Denn irgendwann erwischen wir ihn ja doch. Guten Tag. Thank you.
konnte mich einfach nicht auf den Film konzentrieren. Mir gefällt er. Mir auch. Aber ich konnte ihr Lächeln von vorhin nicht vergessen. Freundliches Zurücklächeln ist für das Personal Pflicht. Ach, das habe ich nicht gewusst. Jetzt wissen Sie es. Ich dachte, das wäre persönlich gemeint. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich komme nach der Vorstellung zurück und Sie erzählen mir das Ende des Films. Okay? Ach, hallo, ihr zwei. Helen hatte kaum Kontakt zum übrigen Personal, nur ich kannte sie ganz gut. Hatte sie keinen Freund? Mir ist nie jemand aufgefallen, der sie auch gerührt hat. Merkwürdig. Mit so einer schönen Frau. Nur ihre Schwester tauchte manchmal auf, um sich auf Freikarte in den neuen Film anzusehen. Unser Filmvorführer. Bruno Maschke. Das Gesicht. Jeder, der Menschen umbringt, muss doch wahnsinnig sein. Er soll sich aber bei seinem Anwalt gemeldet haben und soll die Tat leugnen. Steht das in der Zeitung? Übrigens, ich bin von der Zeitung. Das heißt, ich recherchiere in dem Mordfall für eine Illustrierte. Ich dachte, mein Lächeln hätte es dir angetan. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Du darfst mich aber auf keinen Fall erwähnen in deinem Artikel, ist das klar? Warum nicht? Wegen meiner Mutter, verstehst du? Die darf nämlich nicht erfahren, dass ich in Frankfurt als Platzanweiserin tätig bin. Mein Kind, zuerst machst du deine Dolmetscherexamen in Frankfurt und dann gehst du nach Paris und dann nach Straßburg, Luxemburg oder Bruxelles. Egal was, Hauptsache Französisch muss es sein. Kann ich mich auf dich verlassen? In Ordnung. Und, was willst du jetzt unternehmen? Als erstes jeden, der mit Helen in Kontakt war, unter die Lupe nehmen. Auch mich? Auch dich. Unschuldig. Ich schlage vor, du sagst einfach, ich wäre dein Freund, falls sich jemand wundert, dass ich in nächster Zeit öfter im Kino auftauche. Oder hast du einen festen Freund? Ich halte niemanden fest. Ich habe der Polizei doch schon alle Fragen beantwortet. Frau Glas, Herr Maschke ist wahrscheinlich unschuldig. Unschuldig? Ja. Und unschuldig. Ich habe ihm ja schon immer einiges zugetraut, aber dass er jetzt meine Schwester umbringt. Bitte. Danke. Sagen Sie, eine Frau wie Ihre Schwester, die hatte doch sicher einen Freund. Wissen Sie da irgendwas drüber? Helen war in diesen Dingen immer sehr verschwiegen. Jedenfalls kannte ich keinen ihrer Liebhaber. Hat ihre Schwester oft ihre Beziehung gewechselt? Also das ist doch die Höhe. Sie bringen es noch fertig, meine Schwester als Nymphomanin hinzustellen, nur um die Haut ihres Schützlings zu retten. Nein, das habe ich doch gar nicht behauptet. Aber es könnte doch immerhin sein, dass einer der Freunde ihrer Schwester auch der Täter ist. Bruno ist der Täter. Wer sonst hätte ein Motiv? Ich muss nochmal ruhig, ich habe meine Brieftasche vergessen. Ich schließe dann ab. In 2 Stunden zurück. Sagen wir 3 Stunden, wir haben einen anderen Schwarzen in der Maschine.
Also von mir aus 3 Stunden. Aber nicht länger, ja? Okay. Ich wollte Sie mal kurz wegen Herrn Rohrmann sprechen. Sie interessieren sich für die Wohnung. Richtig, so ist es. Haben Sie in der Hausverwaltung erfahren, dass die Wohnung frei wird? Genau. Ich wollte mir die Räume eigentlich mal ansehen, aber Herr Rohrmann ist zurzeit nicht zu Hause. Sie haben da sicher einen Zweitschlüssel. Sicher, sicher. Aber ich kann unmöglich in Abwesenheit des Mieters seine Wohnung betreten. Außer bei Gefahr. Wenn zum Beispiel ein verdächtiger Gasgeruch aus der Wohnung kommt. Ich glaube, ich habe was gerochen. Sie sind ein ganz schlauer, was? Aus Not. Ich bin nach Frankfurt versetzt worden und brauche dringend ein Dach über dem Kopf. Schön. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Schöne Aussicht. Aber die Miete wird sicher erhöht. Meinen Sie? Oh, hübsch, hübsch. Frau Rohrmann? Von wegen, aber... Naja, das geht mich ja nichts an. Mich noch weniger. Und doch ist es immer gut zu wissen, dass der Vormieter ein glückliches Leben hier geführt hat. Das strahlt auf den Nachmieter ab. Heiße Frau. Aber ziemlich eingebildet. Hat nie gegrüßt, wenn ich immer begegnet bin. Naja, solche gibt's. Filmvorführer. Ich sitze im Knast und Sie treiben es mit einem Filmvorführer. Er will sich offensichtlich dünne machen. Er hat seine Wohnung gekündigt und einen Flug nach Caracas gebucht. Ich war den ganzen Tag hinter ihm her. Sag mal, es kann doch sein, dass er an dem Abend kurz vor Herrn Maschke bei Helen in der Wohnung war, sie warum auch immer umgebracht hat und dann, ohne dass ihn jemand gesehen hat, wieder gegangen ist. Und warum hat er sie umgebracht? Was weiß ich, vielleicht, weil sie ihn verlassen wollte. Tja, oder sie hat ihn mit einem anderen betrogen, ne? Ja, oder sie hat irgendwas von seinen dunklen Geschäften erfahren und musste zum Schweigen gebracht werden. Rainer, jetzt geht mit dir die Fantasie durch. Was? Hast du eine Ahnung? Es gibt Raubkopierer, die setzen Millionen um. Aber vielleicht geht es ja auch um was ganz anderes, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Auf jeden Fall müssen wir wissen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Das ist eilig, wie? Es tut mir leid, aber eigentlich kann ich Sie nicht mehr hier behalten, Herr Maschke. Du musst die Fliege machen, da hilft nichts. Und wo soll ich denn hin? Wer bezahlt mich eigentlich? Heute zum Beispiel 100 Mäuse für den Hausmeister. Ich kann dir höchstens einen Schuldschein unterschreiben. Und was soll ich damit? Ja, was soll ich? Brauchst du Geld? Geld? Nein, ich hasse Geld. Ich kann dir Vorschuss geben. Vorschuss? Da bist du also mein Auftraggeber. Ja. Ja? Dr. Schmiedinger ist da. Ja, Sie haben einen Termin mit ihm. Er wartet schon. Ah ja, ich komme. Ich muss mal rüber. Jeden Tag wird die Sache für Frank heißer. Du musst dir was einfallen lassen. Kennst du nicht vielleicht jemanden, bei dem du unterkriechen kannst? Gibt's doch wohl nicht. Bruno Maschke, ich warne dich.
Wenn du uns verarschst, schleppe ich dich persönlich zur Polizei. Mit dem Filmvorführer. Hast du schon gelesen? Maschkes Fingerabdrücke waren im Badezimmer. Hoffentlich recherchierst du ja nicht umsonst. Ich habe aber gehört, dass Helen und Pitt heimlich ein Paar waren. Helen und Pitt? Das glaube ich nicht, das wäre mir bestimmt aufgefallen. Ich dachte immer, hat für Frauen nichts übrig. Falsch gedacht. Wo hast du das? Ich habe seinen Hausmeister bestochen. Pitt will sich aus dem Staub machen. Er hat seine Wohnung gekündigt und einen Flug nach Caracas gebucht. Woher weißt du denn das alles? Na eben, von diesem Hausmeister. Er hat auch dafür eine Menge kassiert von mir. Das hätte ich Pitt nie zugetraut. Wir sollten die Polizei informieren, bevor er verschwindet. Zu früh. Ich muss an meine Story denken. Die Polizei würde uns nur alles vermasseln. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. In welcher Angelegenheit? In der Mordsache Helen Glass. Ich bin gerade beim Packen. Sie verreisen? Ich ziehe aus. Ach, ist die Polizei dahinter gekommen, dass Sie nachts illegal Filme ausleihen? Ich wollte mir ein bisschen was dazu verdienen. Wollen Sie mich deswegen jetzt anzeigen? Kommt darauf an, ob Sie uns einige Fragen beantworten. Was wollen Sie wissen? Zum Beispiel, warum Sie der Polizei verschwiegen haben, dass Sie eine intime Beziehung mit Helen Glass hatten. Verschwiegen? Man hat mich nicht danach gefragt. Wollen Sie mich jetzt etwa verdächtigen? Sie machen sich selbst verdächtig, wenn Sie hier Ihre Fluchtvorbereitungen treffen. Was denn für Fluchtvorbereitungen? Nun. Haben Sie Freunde in Caracas? Ja, hab ich. Ich muss Abstand gewinnen. Was mit Helen passiert ist, das war ein ganz schöner Hammer für mich. Es ist ja absurd zu glauben, ich könnte irgendwas mit ihrem Tod zu tun haben. Wir haben uns so gut verstanden. Wir sind sofort aufeinander abgefahren. In jeder Hinsicht. Nur ihre ständige Geheimnistuerei, das wurde mir langsam etwas lästig. Helen wollte ihr Privatleben immer streng geheim halten. Warum? Das habe ich auch nie so richtig kapiert. Helen war sehr eigensinnig, sehr stolz. Manchmal direkt arrogant und anmaßend. Aber wird er nicht nach ihrem geschiedenen Mann gefahndet? Hat Helen von der Sache mit den Kopien gewusst? Natürlich nicht. Ich wollte sie da nicht mit reinziehen. Hat die Polizei Sie eigentlich gefragt, was Sie an dem Abend, als Helen ermordet wurde, gemacht haben? Nein. Aber ich kann es Ihnen sagen, wenn es Sie interessiert. Ja, das interessiert mich. Ich war in der Kneipe gegenüber vom Broadway. Bis Lokalschluss. Gibt es dafür Zeugen? Ja, sicher den Wirt und ein paar Stammgäste. Wie haben Sie Helen kennengelernt? Ich war zuerst mit Conny, ihrer Schwester, zusammen. Aber nur kurze Zeit. Ja, und Conny war dann sauer, als ich ihre Schwester Helen kennenlernte und zu ihr wechselte. Hat sich aber bald beruhigt. Das Verhältnis der beiden Schwestern zueinander war also nicht gut. Das war sehr schlecht. Conny hasste ihre Schwester. Hat sie Ihnen gesagt, warum? Helen soll ihr immer die Männer ausgespannt haben. Helen, ich mir das schon vorstelle, Helen mit diesem Schwachkopf da. Na, ihr Mörder, nicht? Nee, Pitt Rohrmann ist nicht der Täter. Wir haben sein Alibi überprüft. Tja. Der Vorführer sagt, Conny hätte ihre Schwester gehasst. Naja, Conny, ja. Ich meine, sie war zwar die Ältere, aber die Unterlegene. Sie können es nicht ausstehen, wenn Helen anfing, sie herumzukommandieren. Tja, irgendwie hat ja Helen dann eigentlich jetzt bekommen, was sie verdient, was? Conny. Natürlich, Conny. Conny. Trauen Sie ihr den Mord zu? Da traue ich alles zu. Conny, Mensch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Na logisch, sie wusste doch auch, dass ich an diesem Abend mit Helen verabredet war. Da konnte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
sich an Helen rächen und mir diesen Worten die Schuhe schieben. Verdammt, raffiniertes Biest, wa? Hm? Wussten Sie eigentlich, dass sie als Kind schon mal probiert hat, ihre kleine Schwester mit einem Kissen zu ersticken? Hm? Woher wissen Sie denn das? Das hat mir Helen mal erzählt. Das hat dir Helen erzählt? Ja. Rosa, hallo. Hallo, Rainer. Ich komme gerade von der Probe und ich war in der Nähe und ich dachte, ich schau mal auf den Sprung vorbei. Du, das ist gar ganz schlecht. Ich habe noch einen Mandanten hier, diesen Selbstmordkandidaten, du weißt doch. Hey, ich kann auch nichts dafür. Du weißt, was dir entgeht. Frau Glas? Guten Tag. Mein Name ist Matula. Sie entschuldigen. Dr. Frank hat mich gebeten, Ihnen noch einige Fragen zu stellen. Was denn für Fragen? Fragen, die Ihnen die Polizei eventuell auch stellen würde. Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Nicht alles. Zum Beispiel haben Sie verschwiegen, dass Sie mit Ihrer Schwester Helen größere Konflikte hatten. Ja, ich hatte meine Probleme mit ihr. Wir haben uns schon als Kinder nicht besonders verstanden. Als Kind sollen Sie versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Wer erzählt einen solchen Quatsch? Ihre Schwester soll es Maschke erzählt haben. Maschke? Was verspricht er sich davon? Warum erfindet er sowas? Eine letzte Frage. Wollte die Polizei nicht von Ihnen wissen, wo Sie zur Tatzeit gewesen sind? Doch. Als Helen ermordet wurde, hatte ich in der Schule meinen Elternabend. Und der zog sich bis nach Mitternacht hin. Zufrieden? Was ist hier los? Ja, Maschke? Ach, Sie sind's, Tag, Frau Deneken. Alles in Ordnung? Ich bin gleich fertig. Ganz in Ruhe. Sagen Sie, war jemand hier? Na, meinen Sie Besuch? Ist schon gut. Es muss aber einer da gewesen sein. Umba. Komm her, Blübchen. Frank? Herr Kommissar? Tot? Ich bin gleich bei Ihnen. Wo sind Sie denn? In der Wohnung? Gut. Ich muss noch mal weg. Zwei Stunden passiert sein. Damit hat der Mörder zugeschlagen. Herr Rechtsanwalt Prank, jetzt müssen Sie mir sagen, wo sich Ihr Mandant aufhält. Ich weiß es wirklich nicht. Er meldet sich bei mir nur sporadisch und dann auch nur am Telefon. Ich warne Sie. Es besteht die Gefahr, dass er noch weitere Menschen umbringt. Da ist kein Platz mehr für juristische Manöver. Sie unterstellen also, dass Maschke der Täter ist. Warum eigentlich? Schauen Sie, ich untersuche den Mordfall Helen Glas. Dabei ist jeder aus ihrem Umfeld wichtig, auch der Filmvorführer Rohrmann. Und der wird plötzlich ermordet. Der Ex-Ehemann von Helen Glas ist untergetaucht. Es liegt doch auf der Hand, dass er eine Schlüsselfigur in dem Fall ist. Ich würde ihn gerne selber sprechen. Schon auf Sie. Hallo, Josef. Hallo. Umba ist aber schwer bestechlich. Ich komm ganz drauf an. Du, ich mach mir langsam Vorwürfe. Maschke ist seit heute früh verschwunden. So doch froh. Wieso? Wenn er sich als Doppelmörder empuppt, kannst du eventuell einen Job an den Nagel hängen. Sehr witzig. Herr Dr. Frank, da ist jemand am Telefon, der will seinen Namen nicht sagen. Ja gut, stehen Sie durch. Frank. Ich habe im Radio gehört, dieser Filmvorführer ist ermordet worden. Ja, was haben Sie mir dazu zu sagen? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich damit nicht das Geringste zu tun habe. Und aus Ihrer Wohnung, da bin ich nur verschwunden, weil ich Ihnen nicht länger dieses Risiko zumuten wollte. Aber wenn wir uns treffen, dann kann ich Ihnen alles genau erklären. Herr Maschke, ich vertraue Ihnen ja, aber Sie müssen mir jetzt sagen, wo Sie sind.
Wir treffen uns um 11 unter der Brücke da, Sie wissen schon. Vielleicht weiß Maschke ja selbst nicht, was er tut. Du meinst im Fall von Bewusstseinsspaltung. Das weiß ich, irgendwie sowas. Ihr redet ja manchmal so komisch von sich selbst in der dritten Person. Maschke tut sowas nicht, Maschke kann nicht. Jedenfalls werde ich an ihm dranbleiben. Wir müssen wissen, wo er sich aufhält. Hier ist nichts. Das habe ich mir gleich gedacht. Was ist los? Polizei. Der hat uns reingelegt. Na, dann können wir ja fahren. Ja. Das ist mein Wohnbüro. Darf ich? Bitte. Hallo, Rainer. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Hast du Lust auf eine nächtliche Partie Billard? Warum denn nicht? Es ist aber wichtig. Ja. Erklären können, Herr Maschke. Erklären, was soll ich da erklären? Ich habe den Vorführer nicht umgebracht. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Maschke, ich schätze, die Adresse steht auch im Telefonbuch. Ich weiß doch nicht mal mehr, wie der heißt genau. Mann, irgendwas mit Mann, Dingsmann. Ja, ja, Rohrmann, Pip, ja, Rohrmann. Ganz, ja, so, Rohrmann. Außerdem gibt es in der Wohnung überhaupt keine Spuren von mir. Gibt's die? Naja, und da kann man Ihnen ja schließlich unterstellen, Sie hätten nach der ersten Tat gelernt. Das ist doch Quatsch! Das ist überhaupt kein Quatsch. Immerhin waren Sie ziemlich eifersüchtig auf Herrn Rohrmann. Natürlich war ich sehr eifersüchtig auf den Mann. Ist doch logisch, oder? Aber deswegen bringe ich ihn nicht um. Maschke ist kein Mörder, ja? Ich glaube Ihnen, Herr Maschke. Trotzdem, so wie es im Moment aussieht, ist das Beste für Sie. Sie stellen sich, und zwar sofort. Nee, ich stelle mich nicht. Ich gehe nicht mehr in den Knast. Nie mehr. Hallo? Ich träume meiner Mord. Dieser Bruno Maschke soll es getan haben, dieser Psychopath. Er war es nicht. Wer dann? Ja. Ja. Und wenn es er nicht getan hat, dann läuft ja der wirkliche Mörder noch frei rum. Ich überlege mir jetzt ernsthaft, ob ich nicht kündigen soll. Meine Nerven halten das nicht mehr aus. Ehrlich gesagt, ich habe Angst.
Du brauchst keine Angst zu haben. Ich beschütze dich ja. Pass du lieber auf, dass dich nicht erwischt. Lampert meckert schon wieder. Der hat ja ständig was auszusetzen. Da fällt mir einer an jenem Abend, hat er gemeckert. Er war bei Helen im Kassenraum und hat dich aufgeregt. Worüber? Das konnte ich durch die Scheibe nicht verstehen. Lampert ist ja nie zufrieden. Und wie hat Helen reagiert? Helen sagte kaum was. Sie sah ihn nur frech an und lachte. Der Chef wurde ganz rot im Gesicht und verschwand in seinem Büro. Und Helen? Helen ist in einem Taxi weggefahren. Warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Mensch, Tia, Lampert! Entschuldigung, eine Frage. Bitte fragen Sie ruhig. Können Sie mir sagen, wo ich Herrn Lampert finde? Das Büro ist im ersten Stock. Danke. Bitte sehr. Polizei? Sieht mir nach Anwalt aus. Bringst du mich heute nach der letzten Vorstellung nach Haus? Auf die Frage warte ich schon lange. Ja, bitte. Tag, Herr Lampert. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Oh, danke. Ich habe gelesen, es wird intensiv nach Ihrem Mandanten gefahndet. Das ist ein armer Teufel. Tja, sagen Sie, Herr Lampert, haben Sie Frau Glas eigentlich näher gekannt? Wie näher gekannt? Sie meinen... Ja, ja, ich meine, ob Sie ein Verhältnis mit ihr hatten. Also, ich bitte Sie. Frau Glas war eine attraktive Person. Da haben Herren meiner Generation kaum eine Chance. Wir kannten uns nur beruflich. An dem Abend, als Frau Glas ermordet wurde, da kam es doch zwischen Ihnen und ihr zu einem Streit. Woher wissen Sie das? Es gibt dafür einen Zeugen. Ihre Abrechnungen waren selten korrekt. Und so auch an jenem Abend. Sie behaupten also, Frau Glas hätte Sie betrogen. Betrogen? Das ist vielleicht ein zu starkes Wort. Sie hat sich eben bedient, wie man heute so schön sagt. Sie hat sich zum Beispiel 20 Mark aus der Kasse genommen und einen Zettel hineingelegt für Taxi. Also, das geht natürlich nicht. Sie kam meistens mit dem Taxi zur Arbeit. Trug nur teure Sachen. Warum haben Sie Frau Glas nicht einfach entlassen? Ich hoffte, sie würde damit aufhören, nachdem ich sie zur Rede gestellt hatte. Aber sie hörte nicht auf. Keine sehr zuverlässige Kassiererin. Hm? Über Tote spricht man bekanntlich nur Gutes. Wussten Sie eigentlich, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Vorführer hatte? Ach, mit Rohrmann? Ja. Nein, das wusste ich nicht. Jetzt verstehe ich, warum ihn dieser Maschke ermordet hat. Erst sie? Und dann ihren Liebhaber aus Eifersucht. Das ist ein doppelter Eifersuchtsmord. Also, der Mann muss krank sein. Herr Lampert, Sie waren doch verheiratet. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. An Herzversagen, so viel ich weiß. Ich sehe, Sie haben sich über mich erkundigt. Sie sollen Ihre Frau verlassen haben, stimmt das? Wir hatten uns im Laufe der Jahre auseinandergelebt. Nach meinen Informationen soll Ihre Frau unter der Trennung sehr gelitten haben. Sie soll nicht an Herzversagen gestorben sein, sondern, wie es so schön heißt, an gebrochenem Herzen. Was geht Sie eigentlich mein Privatleben an? Muss ich überhaupt auf Ihre Fragen antworten? Also bitte, bitte gehen Sie jetzt. Vielen Dank, dass Sie mir trotzdem zugehört haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich für meinen Mandanten alles versuchen muss. Entschuldigen Sie meinen Ausbruch. Aber der Tod meiner Frau und die Morde unter meinen Angestellten, das alles belastet mich sehr. Ja, das stimmt. Ich habe mich meiner Frau gegenüber nicht gerade fair verhalten. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte.
Vielleicht ja doch. Lampert könnte unser Mann sein. Der alte Mann und Helen Glass? Och du, für sein Alter hat er sich gut gehalten. Außerdem hat er einen gewissen Charme. Du weißt doch, manche Frauen mögen reifere Männer. Hoffe nicht auf später, handle jetzt. Jedenfalls solltest du Lampert beschatten. Mein Schatten eilt mir voraus. Feuerpolizei. Sie haben Helen Glass geliebt? Wir waren eine Zeit lang sehr glücklich. Niemand ahnte was. Helen bestand darauf, dass es ein Geheimnis blieb. Sie wollte immer alles geheim halten. Liebte das Geheimnisvolle. Aber dann habe ich Rohrmann als Vorführer engagiert. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die beiden was miteinander hatten. Aber bald bin ich dahinter gekommen. Meine Träume, meine Pläne. Alles brach hier in sich zusammen. Ich wollte sie nicht ganz verlieren. Ich musste sie nur mit Rohrmann teilen. An jedem Abend habe ich sie dann zur Rede gestellt. Sie hat mich gar nicht richtig angehört. Er lachte nur. Beleidigte mich. Und da haben Sie beschlossen... Ja. Ich wollte mich rächen. Sie töten. Töten? Nein. Ich wollte ihr kündigen. Und als dann Maschkes Anwalt bei mir auftauchte, da wurde mir klar, dass ich verdächtigt werde. Warum wollten Sie die Fotos verbrennen? Um mir unnötige Verdächtigungen zu ersparen. Wie sind Sie denn dahinter gekommen, dass beide unter einer Decke stecken? Ein Anruf. Mit offensichtlich verstellter Stimme. Mich gefragt, wer das sein könnte. Mir ist niemand eingefallen. Aber mir ist jemand eingefallen. Wer? Gibt's was Neues? Was Nagelneues? Komm rein. Wollen wir mal hören? Herr Lampert? Ihre Kassiererin Ellen Glass betrügt Sie mit Ihrem Vorführer. Jetzt wissen Sie es. Ja!
Hallo, Rainer. Hallo. Na, siehst du, nicht ich habe mich in Maschke geirrt, sondern du in deiner Platzanweiserin. Und ich, Idiot, habe sie auch immer schön auf dem Laufenden gehalten. Tja. Was ist das? Das ist Tagebuch von Thea. Sie hat mich mit ihrer Verteidigung beauftragt. Sie hat hier drin alles aufgeschrieben. Sehr guter Stil übrigens. Sie hat Pit Rohrmann in Linz kennengelernt und ist in ihn seit ihrer Schulzeit verliebt. Er war auch ihr erster Mann. Kommen Sie bitte? Ja. Sie ist dann nach Frankfurt gegangen, weil sie unbedingt in seiner Nähe sein wollte und hat dann auch im selben Kino einen Job gefunden. Aber da war Pit Rohrmann schon mit seiner Kassiererin zusammen. Bitte? Danke. Ich habe dich auch belogen. Trotzdem mag ich dich. Fahren Sie bitte fort. An jenem Abend hat mich Helen gebeten, mit in ihre Wohnung zu kommen. Sie war sehr nett zu mir. Ich war neugierig. Bin mitgefahren. Thea. Schöner Name. Weißt du, Thea, ich habe da ein Problem. Mein geschiedener Mann Bruno kommt jetzt gleich zu mir. Und ich will nicht mit ihm alleine sein. Er kann sich nur sehr schwer beherrschen. Wenn er kommt, stelle ich dich kurz vor. Und dann verschwindest du im Nebenzimmer. Dann weiß er, dass ich nicht alleine bin. Hm? Nach dem langen Sitzen an der Kinokasse muss ich erst in meinen Bart nehmen, wenn ich nach Hause komme. Sonst bin ich nur ein halber Mensch. Weißt du das? Hast du einen Freund? Was hast du denn? Liebeskummer? Und warum musste Pit Rohrmann sterben? Gefasst. Er war in der Wohnung vom Privatdetektiv Matula. Typisch. Sofort freilassen. Aber wieso? Da haben Sie nicht gehört, sofort freilassen. Sie haben es gerade nötig. Hallo, herzlich willkommen. Tja, Leute wie Sie, die werden einen noch ein bisschen hoffen lassen, Herr Dr. Frank. Ja, und nun, was haben Sie denn jetzt vor, Herr Maschke? Am besten, du fliegst jetzt erstmal in den Süden und erholst dich von deinen seelischen Strapazen. Tja, jetzt hätten Sie den Maschke beinahe noch als Mörder von Helen in den Knast gebracht, was? Nee, danke.
Der Maschke geht dir nicht aus dem Kopf, nicht wahr? Mhm. Ich habe auch nur ein gutes Gefühl. Ja, dieser Satz. Leute wie Sie, die würden einen noch ein bisschen hoffen lassen. Verstehe ich nicht. Warum hat er das jetzt getan? Er wollte von Anfang an sterben. Aber nicht als Helens Mörder. Ich konnte ihr Lächeln von vorhin nicht vergessen. Freundliches Zurücklächeln ist für das Personal Pflicht. Ach, das habe ich nicht gewusst. Jetzt wissen Sie es. Ich dachte, das wäre persönlich gemeint. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich komme nach der Vorstellung zurück und Sie erzählen mir das Ende des Films. Okay? Ach, hallo, ihr zwei. Helen hatte kaum Kontakt zum übrigen Personal, nur ich kannte sie ganz gut. Hatte sie keinen Freund? Mir ist nie jemand aufgefallen, der sie aufgeholt hat. Merkwürdig. Mit so einer schönen Frau. Nur ihre Schwester tauchte manchmal auf, um sich auf Freikarte in den neuen Film anzusehen. Unser Filmvorführer. Bruno Maschke. Das Gesicht. Jeder, der Menschen umbringt, muss doch wahnsinnig sein. Er soll sich aber bei seinem Anwalt gemeldet haben und soll die Tat leugnen. Steht das in der Zeitung? Übrigens, ich bin von der Zeitung. Das heißt, ich recherchiere in dem Mordfall für eine Illustrierte. Ich dachte, mein Lächeln hätte es dir angetan. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Du darfst mich aber auf keinen Fall erwähnen in deinem Artikel, ist das klar? Warum nicht? Wegen meiner Mutter, verstehst du? Die darf nämlich nicht erfahren, dass ich in Frankfurt als Platzanweiserin tätig bin. Mein Kind, zuerst machst du deine Dolmetscher-Examen in Frankfurt und dann gehst du nach Paris und dann nach Straßburg, Luxemburg oder Bruxelles. Egal was, Hauptsache Französisch muss es sein. Kann ich mich auf dich verlassen? In Ordnung. Und, was willst du jetzt unternehmen? Als erstes jeden, der mit Helen in Kontakt war, unter die Lupe nehmen. Auch mich? Auch dich. Unschuldig. Ich schlage vor, du sagst einfach, ich werde ein Freund, falls sich jemand wundert, dass ich in nächster Zeit öfter im Kino auftauche. Oder hast du einen festen Freund? Ich halte niemanden fest. Ich habe der Polizei doch schon alle Fragen beantwortet. Frau Glas, Herr Maschke ist wahrscheinlich unschuldig. Unschuldig? Ja. Und unschuldig. Ich habe ihm ja schon immer einiges zugetraut, aber dass er jetzt meine Schwester umbringt. Bitte. Danke. Sagen Sie, eine Frau wie Ihre Schwester, die hatte doch sicher einen Freund. Wissen Sie da irgendwas drüber? Helen war in diesen Dingen immer sehr verschwiegen. Jedenfalls kannte ich keinen ihrer Liebhaber. Hat Ihre Schwester oft ihre Beziehung gewechselt? Also das ist doch die Höhe. Sie bringen es noch fertig, meine Schwester als Nymphomanin hinzustellen, nur um die Haut ihres Schützlings zu retten. Nein, das habe ich doch gar nicht behauptet. Aber es könnte doch immerhin sein, dass einer der Freunde ihrer Schwester auch der Täter ist. Bruno ist der Täter. Wer sonst hätte ein Motiv?
Ich muss nochmal ruhig an meine Brieftasche vergessen. Ich schließe dann ab. In 2 Stunden zurück. Sagen wir 3 Stunden, wir haben einen anderen Schwarz in der Maschine. Also von mir aus 3 Stunden. Aber nicht länger, ja? Okay. Ich wollte Sie mal kurz wegen Herrn Rohrmann sprechen. Sie interessieren sich für die Wohnung. Richtig, so ist es. Haben Sie in der Hausverwaltung erfahren, dass die Wohnung frei wird? Genau. Ich wollte mir die Räume eigentlich mal ansehen, aber Herr Rohrmann ist zurzeit nicht zu Hause. Sie haben da sicher einen Zweitschlüssel. Sicher, sicher. Aber ich kann unmöglich in Abwesenheit des Mieters seine Wohnung betreten. Außer bei Gefahr. Wenn zum Beispiel ein verdächtiger Gasgeruch aus der Wohnung kommt. Ich glaube, ich habe was gebrochen. Sie sind ein ganz schlauer, was? Aus Not. Ich bin nach Frankfurt versetzt worden und brauche dringend ein Dach über dem Kopf. Schön. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Schöne Aussicht. Aber die Miete wird sicher erhöht. Meinen Sie? Oh, hübsch, hübsch. Frau Rohrmann? Von wegen, aber... Naja, das geht mich ja nichts an. Mich noch weniger. Und doch ist es immer gut zu wissen, dass der Vormieter ein glückliches Leben hier geführt hat. Das strahlt auf den Nachmieter ab. Heiße Frau. Aber ziemlich eingebildet. Hat nie gegrüßt, wenn ich immer begegnet bin. Naja, solche gibt's. Filmvorführer. Ich sitze im Knast und Sie treiben es mit einem Filmvorführer. Er will sich offensichtlich dünne machen. Er hat seine Wohnung gekündigt und einen Flug nach Caracas gebucht. Thank you.
Kollegen ausschlafen. Morgen früh wollen die im Theater den Smoking hier wieder haben. Tja. Was macht der denn da? Halt mal an! Hier geblieben. Alles in Ordnung? Was ist denn nur los? Was ist denn los mit dir, Maschke? Maschke, was ist los? Haben Sie aber Glück gehabt, dass wir gerade vorbeigekommen sind, was? Ja. Okay? Ja, ist okay. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, ist alles okay, danke. Alles in Ordnung. Schlafen Sie sich erstmal aus. Am nächsten Morgen sieht doch meistens alles viel besser aus, was? Ausschlafen in der Bahnhofsmission, oder? Ja. Gut. Ja, danke für alles. Na kommen Sie, steigen Sie ein. Was? Steigen Sie ein. Was ist? Ja, ich will die aber jetzt nicht. Ja, ist gut, steigen Sie ein. Du kannst mich ja dann am nächsten Taxistand rauslassen. Kommen Sie, bitte. Hallo, Umba. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen, ich bin Anwalt. Wie wollen Sie mir denn helfen? Ja, kommt ganz drauf an. Bitte. Danke. Vielleicht eine Zigarette für mich? Ja, ich bin nicht drauf, aber für Gäste. Kaffee oder Cognac? Was ist denn so komisch? Ich bin komisch. Bruno Maschke ist saukomisch. Saukomisch. War 2 Jahre im Knast. Warum denn? Ach, wegen Blödsinn, so einem harmlosen Konkursvergehen. Ich bin erst gestern Abend rausgekommen. Ja. Hatten Sie eine Firma? Ja, die Kugel GmbH. Was ist das denn? Ja, so eine Bowlingfirma. 3 Bahnen. Na, am Schluss waren es eigentlich 4. Das habe ich damals günstig gekriegt. Die waren gut in Schuss, alles wunderbar. Nur ich, Idiot, habe natürlich zu spät gecheckt, dass Bowling schon völlig out war. Ja, dann ging es eben los. Nichts rollte mehr. Gar nichts. Gläubiger, Mahnbescheide, Offenbarungseid, das ganze Programm. Ja. So, dachte ich so, jetzt machst du nochmal richtig Schulden und ab, verschwindest ins Ausland. Ja. Nur Helen, die hat überhaupt nicht daran gedacht, ins Ausland zu verschwinden. Wer ist denn Helen? Helen Maschke, meine, ja, meine Ex-Frau sozusagen. Jetzt heißt sie ja wieder Helen Glas. Nicht mal meinen Namen wollte sie behalten. Ich habe hier ein Foto. Trotzdem, für mich bleibt der Helen Maschke. Das ist ja. Sieht gut aus, ne? Oh lala. Schöne Frau. Ja, wunderschöne Frau. Als ich dann verurteilt wurde, hat sich diese wunderschöne Frau von mir scheiden lassen. 2 Jahre lang. Kein Brief, keine einzige Zeile, nichts. Ja. Jetzt versteckt sie sich hier irgendwo und will nichts mehr von mir wissen. Hat sie mir ausrichten lassen. Durch wen? Durch ihre Schwester, Conny. Ja, das ist sie hier auf dem Foto. Das ist Conny, da, die. Cornelia. Die war sowieso immer dagegen, dass mich Helen geheiratet hat. Sie meinte immer, Maschke steht so einer Frau nicht zu. Ja. Quatsch. Wo war ich stehen geblieben? Bei Helens Schwester Conny. Ja, ja, die weiß eben genau, wo Helen sich versteckt hält jetzt, ja. Sie sagt mir nur nicht. Sie sagt mir, Helen hätte sie ausdrücklich verboten. Quatsch. Wenn ich sie noch einmal sprechen könnte, ja. Einmal. Dann, ja.
Scheiße. Wir werden Helen schon finden. Also gut, meinetwegen. Soll er so gegen 9 Uhr zu mir kommen. Aber nur für ein allerletztes Gespräch. Bitte sagen Sie ihm das. Und er soll sich keine falschen Hoffnungen machen. Conny schreibt dem Herrn meine Adresse auf. Danke. Wiedersehen, Frau Glas. Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Du, ich kann heute Abend nicht. Ich muss mit meinem Ex-Mann sprechen. Vielleicht später. Du hättest ihn auch von woanders anrufen können. Wenn es dich nicht gäbe, dann wäre er noch mit mir zusammen. Helen hat übrigens ausdrücklich gewarnt, sie sollen sich keine falschen Hoffnungen machen. Naja, wenn sie mich noch mal sprechen will, dann kann sie mich ja nicht total abgeschrieben haben, oder? Ist so logisch. Naja. Übrigens, auf der Brücke da, genau an der Stelle, da haben wir beschlossen zu heiraten damals. Helen und ich. Wollten Sie eigentlich wirklich springen? Hm? Ja, ich meine, wollten Sie wirklich ins Wasser springen? Aha, Cornelia, ne? Ist Conny wieder über mich hergezogen? Ja, die konnte mich ja nie leiden. Und wird sich eh noch wundern, wenn Maschke erstmal ihre Schwester zum zweiten Mal heiratet. Wetten? Schon mal Trauzeuge gewesen? Wie wär's denn? Naja, warum nicht? Versprochen. Danke für alles. War richtig menschlich von ihm. Schon gut. Nee. Übrigens, lass Blumen sprechen, ja? Die Blumen, ja, danke. Vielleicht noch ein kleiner Tipp unter Freunden. Nicht so sehr drängeln, mehr werben, ja? Ja, wirklich. Ach, schönen Gruß an Ihren Freund Matula. Mach ich. Heute war wieder eine anstrengende Vorstellung. Wenn ich merke, das Publikum reagiert nicht, dann ist auf einmal der Text weg. Das kenne ich. Wenn bei mir der Richter beim Plädoyer aus dem Fenster guckt, dann habe ich immer deutlich das Gefühl, im falschen Beruf zu arbeiten. Furchtbar. Prost. Prost. Oh nein. Doch. Entschuldige. Oh nein. Der Maschke, was ist denn nun schon wieder los? Helen ist tot. Bitte was? Ja, ich kam hoch, sie ist erschlagen, sie ist ermordet. Kommen Sie erst mal rein. Gehen Sie mal durch ins Büro, ich komme gleich. Rosa, das dauert einen Moment, ich muss mich um einen Selbstmordkandidaten kümmern. Interessant. Macht sie was aus, wenn ich mitkomme? Nee, du, das geht wirklich nicht. Dann bin ich in die Wohnung rein. Die Tür stand ja offen. Und dann finde ich sie in der Badewanne, wie sie da so liegt. Und eine Parfümflasche lag noch drin. Und eine Platzwunde hat sie am Kopf. Und gerade als ich sie versuche rauszuheben aus dem Wasser, dann klingelt das Telefon. Ich will hin. Dann fällt mir gerade noch ein, nee, das machst du lieber nicht. Sonst können sie mir vielleicht den Mord noch anhängen, ja? Naja, aber dann bin ich wieder raus aus der Wohnung. Was soll ich machen? Auf die Treppen runter und gerade als ich unten die Haustür raus will, treffe ich natürlich noch einen Hausbewohner, ja? Scheiße. Wo sind Sie denn dann hingegangen? Bin erstmal zur Brücke runter, an den Fluss. Hab mich dann geraucht.
Und da dachte ich plötzlich wieder, komm. Nee. Ja, und dann? Dann bin ich sofort hierher zu Ihnen gekommen. Es war auch gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Na, was mache ich jetzt nur? Was denn? Ja, am besten, wir gehen jetzt zur Polizei und erzählen, was passiert ist. Ja, muss ich mich wohl loswerden, ne? Das ist doch Quatsch. Überlegen Sie mal, in welcher Situation Sie sind. Helens Schwester Conny wird auch aussagen, dass Sie mit Helen verabredet waren. Naja, und wenn Sie sich jetzt verstecken, bringen Sie sich doch nur unnötig in Verdacht. Sie wissen doch genau, was los ist, wenn ich jetzt zur Polizei gehe. Kann ich gleich da bleiben? Ihr ganzes Badezimmer ist voll mit meinen Fingerabdrücken. Das ist doch Blödsinn. Dann warte ich doch lieber, bis Sie den Mörder gefunden haben. Oder? Du, entschuldige, ich glaube, das... Ruft mich an, wenn ihr eure Probleme gelöst habt. Hm? Rosa. Hey. Herr Maschke, wenn Sie irgendetwas mit dieser Sache zu tun haben, dann ist es besser, Sie erzählen mir das. Und zwar jetzt. Ah. Sie glauben also, ich habe Helen umgebracht, ja? Helen, die Frau, die mir alles bedeutet hat, habe ich umgebracht. Ja? Ich wollte Sie wieder heiraten, Herr Dr. Frank. Ich wollte Sie da nicht umbringen. Bruno Maschke? Nie hat sie diesen Namen erwähnt. Wir wussten zwar, dass sie geschieden war. Doch nicht, dass ihr Mann im Gefängnis saß. Wie war sie eigentlich so? Stolz war sie. Distanziert. Sich ihrer Schönheit voll bewusst. War sie eigentlich schon länger bei Ihnen angestellt? Seit einem Jahr. Wo finde ich jetzt eine neue Kassiererin? Da kann ja heute kaum noch jemandem vertrauen. Wer ist eigentlich die junge Dame auf der Bank? Thea, unsere Platzanweiserin. Und der Mann am Fenster? Unser Filmvorführer. Herr Dr. Frank, wenn ich bitten dürfte. Danke, Semmler. Sieht nicht gut aus für Herrn Mandanten. Die Aussage des Wohnungsnachbarn, der ihm zur Tatzeit im Haus der Ermordeten begegnet ist, belastet ihn schwer. Ebenso die Aussage der Schwester der Ermordeten, Cornelia Glas. Und schließlich die Fingerabdrücke Maschkes im Bad. Erdrückende Indizien. Maschkes Brief aus dem Gefängnis, sichergestellt in der Wohnung der Ermordeten. Mit Drohungen. Ich schrecke vor nichts zurück. Zum Äußersten entschlossen. Ja, ja, aber bei diesen Drohungen handelt es sich doch eindeutig um Selbstmorddrohungen. Herr Rechtsanwalt Frank? Herr Semmler, was soll denn auf einmal dieser förmliche Ton? Sie wissen nicht zufällig, wo sich Ihr Mandant versteckt. Sollte sich Herr Maschke bei mir melden, werde ich darauf bestehen, dass er sich stellt. Das hoffe ich sehr. Sagen Sie mir das. Denn irgendwann erwischen wir ihn ja doch. Guten Tag. Ich konnte mich einfach nicht auf den Film konzentrieren. Mir gefällt er. Mir auch. Fangen Sie doch hinter ihm her.
Sag mal, es kann doch sein, dass er an dem Abend kurz vor Herrn Maschke bei Helen in der Wohnung war, sie warum auch immer umgebracht hat und dann, ohne dass ihn jemand gesehen hat, wieder gegangen ist. Und warum hat er sie umgebracht? Was weiß ich, vielleicht. Vielleicht, weil sie ihn verlassen wollte. Tja, oder sie hat ihn mit einem anderen betrogen, ne? Ja, oder sie hat irgendwas von seinen dunklen Geschäften erfahren und musste zum Schweigen gebracht werden. Rainer, jetzt geht mit dir die Fantasie durch. Was? Hast du eine Ahnung? Es gibt Raubkopierer, die setzen Millionen um. Aber vielleicht geht es ja auch um was ganz anderes, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Auf jeden Fall müssen wir wissen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Das ist eilig, wie? Es ist, tut mir leid, aber eigentlich kann ich sie nicht mehr hier behalten, Herr Maschke. Du musst die Fliege machen, da hilft nichts. Und was soll ich denn hin? Wer bezahlt mich eigentlich? Heute zum Beispiel, 100 Mäuse für den Hausmeister. Ich kann dir höchstens einen Schuldschein unterschreiben. Und was soll ich damit? Ja, was soll ich? Brauchst du Geld? Geld? Nein, ich hasse Geld. Ich kann dir Vorschuss geben. Vorschuss? Da bist du also mein Auftraggeber. Ja. Ja? Dr. Schmiedinger ist da. Ja, Sie haben einen Termin mit ihm. Er wartet schon. Ah ja, ich komme. Ich muss mal rüber. Jeden Tag wird die Sache für Frank heißer. Du musst dir was einfallen lassen. Kennst du nicht vielleicht jemanden, bei dem du unterkriechen kannst? Gibt's doch wohl nicht. Bruno Maschke, ich warne dich. Wenn du uns verarschst, schleppe ich dich persönlich zur Polizei. Mit dem Filmvorführer. Hast du schon gelesen? Maschkes Fingerabdrücke waren im Badezimmer. Hoffentlich recherchierst du ja nicht umsonst. Ich habe aber gehört, dass Helen und Pitt heimlich ein Paar waren. Helen und Pitt? Das glaube ich nicht. Das wäre mir bestimmt aufgefallen. Ich dachte immer, hat für Frauen nichts übrig. Falsch gedacht. Wo hast du das? Ich habe seinen Hausmeister bestochen. Pitt will sich aus dem Staub machen. Er hat seine Wohnung gekündigt und einen Flug nach Caracas gebucht. Woher weißt du denn das alles? Na eben, von diesem Hausmeister. Er hat auch dafür eine Menge kassiert von mir. Das hätte ich Pitt nie zugetraut. Wir sollten die Polizei informieren, bevor er verschwindet. Zu früh. Ich muss an meine Story denken. Die Polizei würde uns nur alles vermasseln. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. In welcher Angelegenheit? In der Mordsache Helen Glass. Ich bin gerade beim Packen. Sie verreisen? Ich ziehe aus. Ach, ist die Polizei dahinter gekommen, dass Sie nachts illegal Filme ausleihen? Ich wollte mir ein bisschen was dazu verdienen. Wollen Sie mich deswegen jetzt anzeigen? Kommt darauf an, ob Sie uns einige Fragen beantworten. Was wollen Sie wissen? Zum Beispiel, warum Sie der Polizei verschwiegen haben, dass Sie eine intime Beziehung mit Helen Glass hatten. Verschwiegen? Man hat mich nicht danach gefragt. Wollen Sie mich jetzt etwa verdächtigen? Sie machen sich selbst verdächtig, wenn Sie hier Ihre Fluchtvorbereitungen treffen. Was denn für Fluchtvorbereitungen? Nun. Haben Sie Freunde in Caracas? Ja, hab ich. Ich muss Abstand gewinnen. Was mit Helen passiert ist, das war ein ganz schöner Hammer für mich. Es ist ja absurd zu glauben, ich könnte irgendwas mit ihrem Tod zu tun haben. Wir haben uns so gut verstanden. Wir sind sofort aufeinander abgefahren. In jeder Hinsicht. Nur ihre ständige Geheimnistuerei, das wurde mir langsam etwas lästig. Helen wollte ihr Privatleben immer streng geheim halten. Warum? Das habe ich auch nie so richtig kapiert. Helen war sehr eigensinnig, sehr stolz, manchmal direkt arrogant und anmaßend. Aber wird er nicht nach ihrem geschiedenen Mann gefahndet? Hat Helen von der Sache mit den Kopien gewusst? Natürlich nicht, ich wollte sie da nicht mit reinziehen. Hat die Polizei Sie eigentlich gefragt, was Sie an dem Abend, als Helen ermordet wurde, gemacht haben? Nein.
Aber ich kann es Ihnen sagen, wenn es Sie interessiert. Ja, es interessiert mich. Ich war in der Kneipe gegenüber vom Broadway. Bis Lokalschluss. Gibt es dafür Zeugen? Ja, sicher den Wirt und ein paar Stammgäste. Wie haben Sie Helen kennengelernt? Ich war zuerst mit Conny, ihrer Schwester, zusammen. Aber nur kurze Zeit. Ja, und Conny war dann sauer, als ich ihre Schwester Helen kennenlernte und zu ihr wechselte. Hat sich aber bald beruhigt. Das Verhältnis der beiden Schwestern zueinander war also nicht gut. Das war sehr schlecht. Conny hasste ihre Schwester. Hat sie Ihnen gesagt, warum? Helen soll ihr immer die Männer ausgespannt haben. Helen. Ich mir das schon vorstelle, Helen mit diesem Schwachkopf da. Na, ihr Mörder, nicht? Nee, Peter Rohrmann ist nicht der Täter. Wir haben sein Alibi überprüft. Tja. Der Vorführer sagt, Conny hätte ihre Schwester gehasst. Naja, Conny, ja, ich meine, sie war zwar die Ältere, aber die Unterlegene. Sie kann es nicht ausstehen, wenn Helen anfing, sie herumzukommandieren. Tja, irgendwie hat ja Helen dann eigentlich jetzt bekommen, was sie verdient, was? Conny. Natürlich, Conny. Conny. Trauen Sie ihr den Mord zu? Da traue ich alles zu. Conny, Mensch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Na logisch, sie wusste doch auch, dass ich an diesem Abend mit Helen verabredet war. Jetzt konnte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sich an Helen rächen und mir diesen Mord in die Schuhe schieben. Verdammt, ein raffiniertes Biest, wa? Hm? Wussten Sie eigentlich, dass sie als Kind schon mal probiert hat, ihre kleine Schwester mit dem Kissen zu ersticken? Hm? Woher wissen Sie denn das? Das hat mir Helen mal erzählt. Das hat dir Helen erzählt? Ja. Rosa, hallo. Hallo, Rainer. Ich komme gerade von der Probe und ich war in der Nähe und ich dachte, ich schaue mal auf den Sprung vorbei. Du, das ist gar ganz schlecht. Ich habe noch einen Mandanten hier, diesen Selbstmordkandidaten, du weißt doch. Hey, ich kann auch nichts dafür. Du weißt, was dir entgeht. Frau Glas? Guten Tag. Mein Name ist Matula. Sie entschuldigen. Dr. Frank hat mich gebeten, Ihnen noch einige Fragen zu stellen. Was denn für Fragen? Fragen, die Ihnen die Polizei eventuell auch stellen wird. Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Nicht alles. Zum Beispiel haben Sie verschwiegen, dass Sie mit Ihrer Schwester Helen größere Konflikte hatten. Ja, ich hatte meine Probleme mit ihr. Wir haben uns schon als Kinder nicht besonders verstanden. Als Kind sollen Sie versucht haben, sie mit einem Kissen zu ersticken. Erzählt einen solchen Quatsch. Ihre Schwester soll es Maschke erzählt haben. Maschke? Was verspricht er sich davon? Warum erfindet er sowas? Eine letzte Frage. Wollte die Polizei nicht von Ihnen wissen, wo Sie zur Tatzeit gewesen sind? Doch. Als Helen ermordet wurde, hatte ich in der Schule meinen Elternabend. Und der zog sich bis nach Mitternacht hin. Zufrieden? Was ist hier los? Ja, Maschke? Ach, Sie sind's. Tag, Frau Deneken. Alles in Ordnung? Ich bin gleich fertig. Ganz in Ruhe. Sagen Sie, war jemand hier? Na, meinen Sie Besuch? Ist schon gut. Es muss aber einer da gewesen sein. Oma. Komm her, Bubschi. Frank? Herr Kommissar? Tot? Ich bin gleich bei Ihnen. Wo sind Sie denn? In der Wohnung? Gut. Ich muss noch mal weg. Ja.
circa 2 Stunden passiert sein. Damit hat der Mörder zugeschlagen. Herr Rechtsanwalt Prank, jetzt müssen Sie mir sagen, wo sich Ihr Mandant aufhält. Ich weiß es wirklich nicht. Er meldet sich bei mir nur sporadisch und dann auch nur am Telefon. Ich warne Sie. Es besteht die Gefahr, dass er noch weitere Menschen umbringt. Da ist kein Platz mehr für juristische Manöver. Sie unterstellen also, dass Maschke der Täter ist. Warum eigentlich? Schauen Sie, ich untersuche den Mordfall Helen Glass. Dabei ist jeder aus ihrem Umfeld wichtig, auch der Filmvorführer Rohrmann. Und der wird plötzlich ermordet. Der Ex-Ehemann von Helen Glass ist untergetaucht. Es liegt doch auf der Hand, dass er eine Schlüsselfigur in dem Fall ist. Ich würde ihn gerne selber sprechen. Schon auf Sie. Hallo, Josef. Hallo. Unweis, aber schwer bestechlich. Ich komm ganz drauf an. Du, ich mach mir langsam Vorwürfe. Maschke ist seit heute früh verschwunden. So davor. Wieso? Wenn er sich als Doppelmörder empuppt, kannst du eventuell einen Job an den Nagel hängen. Sehr witzig. Herr Dr. Frank, da ist jemand am Telefon, der will seinen Namen nicht sagen. Ja, gut, stehen Sie durch. Frank. Ich habe im Radio gehört, dieser Filmvorführer ist ermordet worden. Ja, und was haben Sie mir dazu zu sagen? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich damit nicht das Geringste zu tun habe. Und aus Ihrer Wohnung, da bin ich nur verschwunden, weil ich Ihnen nicht länger dieses Risiko zumuten wollte. Aber wenn wir uns treffen, dann kann ich Ihnen alles genau erklären. Herr Maschke, ich vertraue Ihnen ja, aber Sie müssen mir jetzt sagen, wo Sie sind. Wir treffen uns um 11 unter der Brücke da, Sie wissen schon. Vielleicht weiß Maschke ja selbst nicht, was er tut. Ja, du meinst im Fall von Bewusstseinsspaltung. Das weiß ich, irgendwie sowas. Ihr redet ja manchmal so komisch von sich selbst in der dritten Person. Maschke tut sowas nicht, Maschke kann nicht. Jedenfalls werde ich an ihm dranbleiben. Wir müssen wissen, wo er sich aufhält. Hier ist nichts. Das habe ich mir gleich gedacht. Was ist los? Polizei. Der hat uns reingelegt. Na, dann können wir ja fahren. Ja. Das ist mein Wohnbüro. Darf ich? Bitte. Hallo, Rainer. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Hast du Lust auf eine nächtliche Partie Billard? Warum denn nicht? Es ist aber wichtig. Ja.
wie Sie das erklären können, Herr Maschke? Was soll ich da erklären? Ich habe den Vorführer nicht umgebracht. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Maschke, ich schätze, die Adresse steht auch im Telefonbuch. Ich weiß doch nicht mal mehr, wie der heißt genau. Mann, irgendwas mit Mann, Dingsmann. Ja, ja, Rohrmann, Pip, ja, Rohrmann. Ganz, ja, so, Rohrmann. Außerdem gibt es in der Wohnung überhaupt keine Spuren von mir. Gibt's die? Naja, und da kann man Ihnen ja schließlich unterstellen, Sie hätten nach der ersten Tat gelernt. Das ist doch Quatsch! Das ist überhaupt kein